Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir sie erfolgreich gestalten. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur DKE-Tagung 2016. Ja, wie sieht sie aus, die Zukunft? Wir haben schon viele Inspirationen bekommen. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube, es war Einstein. Also wir befinden uns da, glaube ich, in guter Gesellschaft, denn auch die DKE weiß nicht so ganz genau, wie die Zukunft aussieht. Wir können uns das vorstellen, wir haben viele Impulse schon erhalten, aber ganz präzise wissen wir es nicht. Wir wissen nur eins, dass was wir normen, das ändert sich. Ich glaube, das wissen Sie besser als ich, die technischen Experten in den Gremien. Den permanenten Wandel, den bekommen Sie schon mit. Aber eins ist auch ganz sicher, dass wie wir normen, das wird sich auch ganz dramatisch ändern. Und wir haben, wie gesagt, schon so einige Indikatoren, die vermuten lassen, dass wir etwas anders tun müssen, als wir es bisher taten. Ich möchte ganz kurz Ihnen etwas vorstellen. Sie haben es auch schon im Film gesehen. Es ist tatsächlich nicht wirklich kleidsam. Die Problematik besteht darin, wer wagt, sich sowas aufzusetzen. Das hier sind Technologien, die kommen in den Markt und wir müssen sie beobachten. Und solche Technologien können möglicherweise auch disruptive Auswirkungen auf Normung haben. Das mag uns so nicht bewusst sein, aber es steckt ein disruptives Potenzial hier drin. Es ist natürlich so, da werden Sie jetzt sagen, naja, Herr Teigler, das ist ja nichts Besonderes, das haben meine Kinder schon auf dem Tisch liegen, beziehungsweise das gab es schon seit mehreren Jahren. Das ist richtig, diese Technologien gab es schon länger. Und ich muss auch gestehen, ich gehörte auch zu denjenigen, die gesagt haben, oh Gott, was ist das denn? Ob uns das in der Normung beflügeln kann. Aber der große Unterschied zu früher ist, und ich habe das hier gerade noch auf meinem Tisch gesehen, hier steht was drauf auf der Packung. Und zwar VR for everyone. Das ist nämlich der Unterschied. Es ist jetzt für jeden. Es ist für jeden da. Jeder kann es haben. Und das ist das Potenzial, was wir möglicherweise nutzen müssen. Und jetzt werden Sie sagen, was hat das mit Normung zu tun? Es gibt ganz konkrete Projekte, beispielsweise bei Airbus in Finkenwerder, die solche Technologien einsetzen, um die komplexe Flugzeugwartung mit Augmented Reality zu unterstützen. Und Sie werden sich wundern, mit was oder auf welcher Basis werden diese Flugzeuge gewartet? Natürlich auf Basis von Werksnormen. Und da werden Werksnormen verständlich aufbereitet für die Flugzeugmechaniker. Also der Weg ist gar nicht so weit. Eine zweite Entwicklung habe ich auch dabei. Das ist ein USB-Stick. Und Frau Professor Jeschke, wir haben uns nicht abgesprochen, Artificial Intelligence. Seit letzte Woche gibt es eine Firma in den USA, die nennt sich Movidius. Und man kann auf einem solchen USB-Stick jetzt für jedermann, für unter $100, kann ich mir neuronale Netze kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Auf einem USB-Stick mehrere vorgelernte neuronale Netze. Das ist AlphaGo für die Hosentasche. Jeder kann es kaufen. Und das wird dramatische Auswirkungen wahrscheinlich haben, auch auf die Normung. Da fallen mir jetzt ganz einfache Dinge ein. Ja, man könnte jetzt mal semantische Suche in unserem Normentext machen. Das ist nur wahrscheinlich nicht mal intelligenter Ansatz. Da gibt es bestimmt viel intelligentere. Und ich habe gerade, fiel mir spontan ein, als ich gehört habe, Babelfisch und Artificial Intelligence und da wird was übersetzt. Da habe ich mir schon überlegt, man müsste eigentlich mal so ein Projekt starten, wo Maschinenbauingenieure mit Elektrotechnikingenieuren mit einer automatischen Übersetzung, dass wir uns gegeneinander, dass wir uns besser verstehen. Ja? Vielleicht führt das dann zu tollen Normen. Also das Potenzial ist aus meiner Sicht nahezu unerschöpflich. So, jetzt möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise. Und zwar, wir sind natürlich nicht untätig. Und Sie haben es auch schon an verschiedenen Stellen gehört. Wir kümmern uns um die Normung mit dem Programm Normung 2020. Und wir haben sozusagen die letzten Monate intensiv gearbeitet mit ganz konkreten Projekten. Und ich möchte es auch hier nicht versäumen, mich nochmal ganz explizit bei den Projektleitern zu bedanken. Namentlich ist es der Herr Dirk Bartel, der Herr Dominik Niet, der Herr Lieber,
der Herr Hinterweller, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, der Herr Dr. Wacke und natürlich last but not least, vielen Dank auch an den Herrn Dr. Schlödelburg, der das Gesamtprogramm leitet. Und innerhalb dieses Programmes beschäftigen wir uns mit genau diesen Themen, kollaboratives Arbeiten, Translation Management. Das heißt, Sie sehen, die DKE versucht, den roten Faden aufzugreifen und weiterzuspinnen. Und wenn wir beim roten Faden sind, dann sind wir auch unmittelbar hier in unserer Tagung, weil auch beispielsweise die Auswahl unserer Vorträge überlassen wir nicht dem Zufall. Wir wollen einen roten Faden spinnen für Sie. Wir wollen inspirierend wirken. Wir wollen Impulse setzen, so dass Sie möglicherweise Impulse aufgreifen und in Ihrer täglichen Normungsarbeit möglicherweise sich das Ganze irgendwann vielleicht mal wiederfindet. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal drauf eingehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es technisch klappt. Ja, wir haben es schon gehört. Das ist auch so ein Impuls, den wir setzen möchten. Social Media, unsere Tagungs-App. Und Frau Professor Jeschke hat es schon gesagt, wir müssen experimentieren. Also ich kann Sie einladen, experimentieren Sie mit der App. Es tut nicht weh. Sie dürfen posten, was Sie wollen. Also nahezu alles. Versuchen Sie, sich in diese App einzuklinken. Schauen Sie, welche Möglichkeiten es gibt. Man kann nichts falsch machen. Es tut nicht weh. Sie finden dort unter anderem unsere Tagesordnung. Sie finden Kurzvitas zu unseren Sprechern. Natürlich ganz wichtig, Sie haben einen Activity-Feed. Alles das, was dort gepostet wird, können Sie unmittelbar nachlesen in einer Timeline. Zum Schluss gibt es auch noch ein Leaderboard. Dort schauen wir, wer ist am aktivsten. Wir werden mal schauen, wer am Ende des Tages der aktivste Poster hier war. Also ich kann Sie nur bitten, nehmen Sie es, nehmen Sie die Chance wahr, teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Ich hoffe, jetzt ist keiner hier, der unmittelbar schlechte Kommentare über meinen Vortrag postet. Aber sind Sie offen, greifen Sie die Möglichkeit auf. Und insofern möchte ich Sie nochmal ermutigen, das zu tun, weil genau diese App werden wir auch in der IEC-Generalversammlung im Oktober diesen Jahres hier bei uns in Frankfurt benutzen. Dort wird dann die Community etwas größer sein. Wir werden wahrscheinlich Größenordnung 2500 Gäste international aus allen Herren Ländern hier bei uns in Frankfurt begrüßen dürfen. Und diese App wird uns dabei helfen, das Event sozusagen gemeinsam zu erleben, miteinander in Kontakt treten, uns miteinander vernetzen. Ja, Stichwort IEC-Generalversammlung. Das ist auch wieder ein Teil unseres roten Fadens. Und Sie werden erkennen, Dinge, die wir in Normung 2020 vorgedacht haben auf nationaler Ebene, wollen wir in die IEC-Generalversammlung hineingeben. Und wie machen wir das? Wir haben uns ein Format überlegt, das es in dieser Form auf der IEC-Generalversammlung noch nicht gab. Das Ganze nennt sich Reinvention Lab. Und Sie können es schon erahnen, Reinventing Standardization. Wir wollen die Normung neu erfinden. Aber natürlich nicht die DKE, sondern Sie als technische Experten wissen viel besser, wie die Normung der Zukunft aussehen könnte. Deswegen laden wir Sie ein in das Reinvention Lab, um dort Ihre Ideen, Ihre Anregungen mit uns zu diskutieren. Wir wollen den aktiven Austausch, wir wollen keine Frontalveranstaltung. Es wird eine Art Forum geben, an ganz prominenter Stelle innerhalb der IEC-Generalversammlung, mit dem Ziel, dass wir die Ideen, die dort geboren werden, natürlich auch in das IEC-Council bringen, um dann quasi unsere Impulse weiterzureichen auf die internationale Ebene. Sie sehen, wir geben uns Mühe, den roten Faden immer weiter zu spannen. Und ich hatte es schon gesagt, das können wir nicht alleine tun. Es ist auch überhaupt nicht unser Ziel, hier sozusagen alles vorzudenken. Ich kann Sie nur einladen, bitte kommen Sie zur IEC-Generalversammlung im Oktober diesen Jahres. Und anders als in der Politik ist es bei uns, wir schaffen das, aber nur gemeinsam. Vielen Dank.